von einer ähnlichen Situation wie die Menschen 10 Tage nach Christi Himmelfahrt. Denn gerade hier in Basel, in der Grenz- und Hafenstadt, kennt man die Bilder ja mittlerweile zu Genüge, die tagtäglich neue und immer gewaltigere Fluten von Flüchtlingen aus Afrika ohne Unterbruch in unser kleines Land strömen und uns Einheimischen in Angst und Schrecken versetzen. Allein im Februar 2011 sind drei, meine Damen und Herren, drei Asylgesuche aus Libyen bei uns eingetroffen. Rechnen Sie selbst, wenn das so weitergeht, werden in 30 Jahren mehr als 1000 Menschen libyscher Abstammung sein. Gott sei Dank aber haben inzwischen auch viele Politiker und Organisationen der Schweiz den Ernst der Lage erkannt. Allen voran die CVP, die Christlich-Demokratische Volkspartei der Schweiz. Denn kaum tauchten in den Medien die ersten Bilder von den gewaltsam unterdrückten Aufständen in Libyen auf, stand die CVP bereits hin und machte klar, dass ein so läppischer Vorfall noch lange keine Flucht in die Schweiz legitimiert. Denn nur weil eine Regierung mal ein paar Schüsse auf die eigene Bevölkerung abgibt, heißt das noch lange nicht, dass die Betroffenen an Leib und Leben bedroht wären oder gar verfolgt würden. Die Schweiz ist ein kleines Land mit begrenzten Ressourcen. Und wenn wir weiterhin den wirklich Bedrohten, den wirklich Verfolgten Schutz bieten wollen, dabei denke ich vor allem an gestürzte Diktatoren oder Steuerflüchtlinge, dann bleibt uns gar nichts anderes übrig, als alle Scheinflüchtlinge rigoros abzuwehren. Nur so kann es gelingen, den lukrativen Fortbestand unserer humanitären Tradition auch für die zukünftigen Generationen zu sichern. Die humanitäre Tradition der Schweiz basiert auf dem christlichen Gebot der Nächstenliebe. Was aber bedeutet, liebe deinen Nächsten wie dich selbst? Es bedeutet, dass wir zuerst und zunächst zu uns selbst und unseren Nächsten schauen sollen und uns erst dann um fremde Menschen kümmern. Aufrichtige christliche Nächstenliebe ist darum nur möglich, wenn wir schauen, dass diese fremden Menschen uns nicht zu nahe kommen. Was Sie in diesen Räumlichkeiten sehen, all das Geschmier, all das Geklecks, das Gepaste, das Gerümpel, all der Müll und Schrott, all das krumme, rostige, kaputte, all das, meine Damen und Herren, ist subventionierte Kunst. Denn ob Sie es glauben oder nicht, aber genau dafür verlochen Bund, Kantone und Gemeinden jährlich x Millionen Franken. Und wer bezahlt diese Sauerei? Jawohl, Sie mit Ihren Steuergeldern. Sie lachen, Sie glauben mir nicht. Schauen Sie sich um, gehen Sie hin, schauen Sie diese leuchtenden orangen Warnpunkte überall. Diese leuchtenden orangen Warnpunkte, die Sie überall an den Wänden sehen, überall dort hat die Eidgenössische Kunstkommission einen Kunstpreis gesprochen und Tausende von Ihren Geldern verlocht. Wie können wir als Schweizer da noch hinstehen?
und mit gutem Gewissen sagen, dass wir keinen Platz und keine Ressourcen für Flüchtlinge haben, wenn gleichzeitig alle Welt weiß, dass wir für so etwas Millionen von Quadratmetern und Geldern verschwenden. Meine Damen und Herren, in diesem Geiste, Geiste des Heiligen Geistes, erkläre ich das Flüchtlingslager Halle 32 feierlich für eröffnet. Wie Sie sehen, ist es mit allem Lebensnotwendigen ausgestattet. Es gibt 12 Betten da drin, die selbstverständlich auch doppelt belegt werden können. Es gibt eine Multifunktionswasserstelle, die sich für die Körperhygiene ebenso gut eignet wie für den täglichen Wasserbedarf. Und die Toilette, die ganz im Geiste des demokratischen Gleichheitsprinzips konzipiert ist, ist für beide Geschlechter gleichermaßen zugänglich. Sogar eine Gebetsecke mit viel Freiheit werden Sie in diesem Internierungslager finden. Sie brauchen sich also für das humanitäre Wohl der Inhaftierten keine Sorgen zu machen. Aber auch Sie, liebe Schweizerinnen und liebe Schweizer, brauchen künftig keine Angst mehr zu haben vor Fremden. Denn unser Lager ist nach strengsten Sicherheitsvorkehrungen konzipiert, der Ihnen, der einheimischen Bevölkerung, einen optimalen Schutz vor den Flüchtlingswellen bietet. So ist die 3,65 Meter hohe Umzäunung aus massivem Stahl, der elektronisch mit 220 Volt gesichert ist und 24 Stunden videoüberwacht wird. Alle für das Lager verwendeten Materialien genügen außerdem Umweltstandards, die weit über das normativ geforderte hinausgehen. Allein für die Herstellung des Stacheldrahts kamen biologische Vorbehandlungsmethoden, optimierte Wärmekreisläufe und eine abrasserfreie Prozessführung zum Einsatz. Und wo immer möglich, wurde der Einsatz von Substanzen wie sechswertiges Cadmium oder flüchtige organische Komponenten enthalten, vermieden. Mit seinen Maßen von nur 4,5 auf 4,6 Meter ist unser Flüchtlingslager zudem so kompakt und platzsparend gebaut, dass dafür nur minim Schweizer Grund und Boden verwendet werden musste. Damit eignen sich unsere Lager optimal nicht nur hier in Basel an der Grenze zu Deutschland, sondern überhaupt an der gesamten Schweizer Grenze. Herr, möge unser christlich-humanitäres Engagement dazu beitragen, die Wogen zu glätten, bevor sie bei uns anschlagen. Mögest du uns, Herr, davor bewahren, die Ströme in unser Land zu lassen. Unsere Nächstenliebe wollen wir schenken immer da unseren Mitmenschen, denn sie allein sind unsere Nächsten. Darum, Herr, gib uns Kraft, der Versuchung zu widerstehen, Herr, lass uns nie vergessen, nie, dass Ströme, Fluten, Wellen keine Menschen sind. Und führe uns nicht in Versuchung, sie in unsere christliche Liebe mit einzuschließen. Amen. Am Ausgang noch eine kleine Kollekte für all diejenigen, die uns noch